Die Bilder, die das nordkoreanische Staatsfernsehen jetzt veröffentlichte, zeigen einen sichtlich gut gelaunten Machthaber Kim Jong-un. Er wirkt schlanker als bei vorherigen Auftritten. Bei dem Termin, der am Montag gewesen sein soll, traf sich Kim mit der Jugend des Landes. Laut Staatsfernsehen handelt es sich um junge Menschen, die freiwillig in schwierigen und herausfordernden Bereichen gearbeitet haben. Dem Bericht zufolge bezeichnete Kim sie als bewundernswerte Helden und sagte ihnen seine Unterstützung zu. Was die Jugendlichen genau gemacht haben, wurde nicht gesagt. Kim, der als starker Raucher bekannt ist, hat auf einigen Bildern des Staatsfernsehens eine Zigarette in der Hand. Zuletzt hat es immer wieder Spekulationen um seinen Gesundheitszustand gegeben. Er rauche und trinke zu viel, zudem sei er krankhaft fettleibig. Sogar über seinen Tod und einen möglichen Nachfolger war schon spekuliert worden. Die Bilder vom Montag sprechen allerdings eine andere Sprache. Kim, so hat es den Anschein, geht es gut und er lässt sich gerne in der Öffentlichkeit feiern.